Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Abend, heute wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden können unter Erkunden und dann Wolf Inn. Und hier haben wir den Erfolg in den Schlaf geschaukelt. Und dazu müssen wir Folgendes machen. Lest die Plaketten der folgenden inaktiven Ördinnen. Das sind insgesamt 10 Stück. Und beim ersten bin ich hier schon. Wir sind nämlich einmal in den schallenden Tiefen. Und dort hier recht weit oben bei den Koordinaten 44, 13. Und ja, da können wir jetzt einmal auf die erste Plakette klicken. Das ist quasi hier direkt bei diesem Irdenen. Den können wir anklicken, beziehungsweise die Plakette vor ihm. Und dann ist das Achievement auch schon für den ersten abgehakt. Dann sind wir beim nächsten, und zwar Venidatz heißt der. Und der befindet sich hier einmal in Gundagatz. Auf den Rohren oben drauf, auf den Koordinaten 48, 31. Und ja, der ist schon ein bisschen blöder zu finden. Also seht ihr, da haben wir einmal die Plakette, die wir anklicken können. Und hier oben quasi auf dieser kleinen Plattform neben dem Rohr steht er quasi drauf. Den nächsten, den wir haben, ist Uisgatz. Und den haben wir auf einem Felsvorsprung. Ich habe den erst unten gesucht. Ne, bei dieser Weggabelung. Aber nein, der ist quasi hier oben drauf, überhalb von dem Weg. Und ja, auch hier können wir wieder draufklicken und haben dann auch den eingetütet. Nochmal einen Ticken raus, dass ihr seht, also da oben steht er quasi drauf. Dann haben wir jetzt hier Advogatz und der macht den gleichen Move, ist auch wieder auf dem Felsvorsprung. Und zwar diesmal bei den Koordinaten 62, 36. Und auch den können wir anklicken, beziehungsweise die Plakette von ihm. Wechsel ich nochmal von außen, also da oben ist er drauf. Den nächsten haben wir jetzt ebenfalls wieder bei einem Felsvorsprung, diesmal hier eingeschlossen von zwei Wasserfällen. Und dort haben wir Krattatz und den haben wir auf den Koordinaten 43, 40. Und ja, auch da können wir einmal die Plakette anklicken. Ich fliege mal ein Stück raus, also da oben bei den Wasserfällen steht der. Dann haben wir hier Vareko. Die steht ein Stück weiter auf den Koordinaten 49, 49 und auch ein bisschen erhöht hier. Auch einmal draufklicken und dann waren es nur noch 4. Als nächstes haben wir hier Sathilga und die befindet sich einmal in den Koordinaten oder auf den Koordinaten 64, 55 und die ist auch wieder so an einem Felsvorsprung. Klicken wir jetzt an, dann fliege ich auch nochmal ein bisschen raus, dass ihr seht, wo wir sind. Also hier oben neben der Maschine. Und hier müsst ihr halt durch den Eingang reinfliegen, ne? Sonst kommt er hier quasi nicht in diesen abgetrennten Bereich. Den nächsten NPC haben wir jetzt hier auch wieder an einem Felsvorsprung, und zwar Alfrida. Und ich schätze mal, sie ist weiblich, die ist auf den Koordinaten 48, 70. Das sieht jetzt so aus auf der Map, ob man da eigentlich nicht hin kann. Ich zeige euch aber gleich, wo wir sind. Also wir sind quasi hier an dem Übergang zwischen der schallenden Tiefen und hier unten, ne, Ashkahed. Und da sitzt sie quasi hier oben mit dran, wenn ihr euch relativ rechts haltet, wenn ihr von Ashkahed kommt. Als nächstes sind wir dann bei Gundrik und den Kollegen haben wir jetzt relativ weit unten auf den Koordinaten 65, 83 und auch der sitzt einmal auf einem Felsvorsprung. Dann können wir das auch mal anklicken oder ist Gundrik, ist glaube ich sogar weiblich. Ja gut, die Zwerge haben alle Bärte, ne, das ist immer ein bisschen schwierig zu sehen. Und den letzten haben wir hier auch noch, Merund. Und der steht ganz unten auf den Koordinaten 59, 93. Und zwar ist er hier auf so einem Rohr drauf. Ne? Unten ist diese Treppe zum eingestürzten Gebäude und oben auf dem Rohr steht quasi der letzte NPC. Und da klicken wir dann auf die Plakette und damit haben wir auch das Achievement eingetütet. Juti, dann sind wir tatsächlich durch. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.